Ich bin Viola Seitz, von Hause aus Biologin und habe in der Schmerzmedizin promoviert und habilitiert und habe im Anschluss dann meiner Leidenschaft nachgegeben, welche die Lehre ist und vor allem auch das problemorientierte Lernen. Und bin über dieses Thema dann auch zu MHB gekommen und bin jetzt Studiengangskoordinatorin für den brandenburgischen Modellstudiengang Zahnmedizin hier an der MHB. Ich war auch Teil dieser AG, die den Studiengang konzipiert hat, damals im Zuge der Antragserstellung. Ich bin also Schnittstelle zwischen diesem Team und dann auch dem Dezernat für Studium und Lehre, welches dann verantwortlich ist, das, was entwickelt wurde, auch wirklich operativ umzusetzen. Und jetzt im Zusammenhang mit der ersten Kohorte sind die Aufgabenbereiche eben sehr, sehr vielfältig. In der Planung unterstütze ich, beziehungsweise die machen wir. Ich bin mit dem Prüfungsbereich im Austausch und Bewerbungsmanagement, also den ganz verschiedenen Bereichen des Dezernats, um den Studiengang zu etablieren und aufzubauen. Und das ist natürlich die erste Kohorte, was ganz Besonderes. Und ich freue mich, hier zu sein.